Okay. Ja, erst nochmal herzlich willkommen. Ich finde es total cool, dass so viele da sind. Freue mich sehr, auch hier sein zu dürfen. Also vielen Dank auch für die Einladung. Es ist ja mit dem 25. doch ein sehr besonderer Termin und so. Und ja, heute das Thema ist ein bisschen was Umfangreicheres. Wie eben schon gesagt, das sind zwei Teile. Der erste Teil, da geht es etwas mehr so um die Theorie. Worum geht es da überhaupt? Wofür braucht man das Ganze? Wofür ist das alles gut? Und im zweiten Teil gucken wir uns dann an, wie man das Ganze dann praktisch umsetzen kann. Da sage ich dann nachher irgendwie ein paar Worte mehr dazu. Wenn ihr Fragen habt zwischendurch, gerne einfach zwischendrin grätschen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, also haltet euch nicht zurück. Ansonsten, ja, wie gesagt, einfach melden. Ja, Domain-Driven Design und worum geht es bei der ganzen Geschichte? Weiß von euch zufälligerweise jemand noch, was sie oder er am 1. Oktober letztes Jahr gemacht hat? Irgendjemand was in Erinnerung geblieben? Nein? Ist nicht schlimm. Okay, also 1. Oktober 2017. Es war ein Sonntag, glaube ich. Also bei mir, die Erinnerung schwindet auch so langsam. Es war auf jeden Fall an einem Wochenende. Und ich glaube, es war ein Sonntag. Und der 1. Oktober war so ein 1. Oktober, wie man ihn sich halt vorstellt. Irgendwie so nasskalt, regnerisch, neblig, eklig, bläh. Du willst nicht raus. Du willst nicht früh aufstehen und du willst schon gar nicht raus. Wir haben zwei Hunde. Von daher muss man früh aufstehen. Man muss auch früh raus. Und also sonntags morgens irgendwie nasskalt, Regen, draußen im Feld mit zwei Hunden. Es war nicht so schön. Das Schöne, wenn du zwei Hunde hast, ist, die spielen miteinander. Also du musst nicht da ein Stöckchen werfen, das machen die von alleine quasi. Aber ja, gut, das Blöde daran ist, du stehst wirklich nur noch blöd da und frierst. Und naja, was macht man dann? Hunde sind am Rumrennen. Du zückst halt irgendwie dein Smartphone und guckst dann mal so auf Twitter, ob es irgendwas Neues gibt und so. Und da gab es einen Tweet, der so ein bisschen so meine Aufmerksamkeit erregt hat. Der bestand nur aus einer Domain, nevercompletedgame.com. Kennt das jemand? Okay, macht nichts. Nevercompletedgame.com, irgendwie, ich fand den Namen irgendwie interessant, warum auch immer. Und ich habe die Seite mal aufgerufen und das ist es. Und ja, wenn man da mal schaut, this game has never been completed. Okay, also es ist offensichtlich ein Spiel. Und never completed game ist offensichtlich wörtlich gemeint. Will you be able to complete all 40 missions? Okay, also es gibt offensichtlich 40 Levels. Probably not. A few million people have tried and failed. But go for it. Okay, es ist eine ziemlich bolde Ansage. Ja, also 40 Levels und irgendwie ein paar Millionen Menschen sind nicht in der Lage, da durchzukommen. Und dann guckt man sich so die erste Frage an. First letter of the alphabet. Naja, also ganz weit aus dem Fenster gelehnt, das könnte vielleicht eventuell ein A sein. Ja? Und man gibt ein A ein und Wunder, oh Wunder, man hat die richtige Antwort gehabt. 2 plus 1, naja, es ist vermutlich 3. Und so langsam, ja okay, dritte Frage, A, B, C, D, E, jetzt wird's, ja, also man fragt sich so langsam, okay, was war denn daran jetzt für Millionen von Menschen das Problem? Und du kommst so problemlos 6, 7, 8 Fragen weit. Und dann ist die erste Frage, wo du auf einmal feststellst, du kannst die Antwort nicht mehr aus dem FF geben, sondern du musst mal so 30 Sekunden nachdenken. Bei der nächsten Frage sind es dann schon 10 Minuten. Und bei der nächsten Frage stehst du dann eine Viertelstunde da und irgendwann fällt dir auf, du stehst immer noch im Regen und frierst. Und dann gehst du halt mal wieder nach Hause. Naja, in der Zwischenzeit war meine Familie dann auch wach und wir haben uns dann an den Küchentisch gesetzt, meine Frau und ich jeweils mit dem Notebook, meine Tochter mit ihrem iPad. Und wir haben dann, ohne Witz, wir haben den ganzen Sonntag nichts anderes mehr gemacht, als versucht, diese 40 Levels zu schaffen. Und so bis Level 28, 29 sind wir gekommen, bis dann meine Tochter abends ins Bett musste. Und danach wurde es echt schwer. Und es wurde auf Hacker News darüber diskutiert, es wurde auf Reddit darüber diskutiert. Und irgendwoher wurde halt verwiesen auf 4chan, ja, diesen schönen anonymen Chat, wo sich Anonymous zum Beispiel organisiert. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich 4chan benutzt habe. Und es gibt dort einen Science-Channel, wusste ich bis zu dem Tag nicht. Und im Science-Channel von 4chan haben sich eine ganze Menge Leute, einschließlich uns, dann darüber ausgetauscht, was denn so die restlichen Lösungen für die letzten 10 Levels sein könnten. Und irgendwie nachts um 2, 2:30, 3 rum, irgendjemand hat dann halt das 40. Level geschafft. Wir waren es nicht. Und was dann passiert ist, wenn du das 40. Level schaffst,
ging ein Pop-up auf, wo dann quasi die Aufforderung kam, möchtest du den Entwicklern von diesem Spiel, möchtest du denen irgendwas mitteilen? Okay, das ist vielleicht ein bisschen lahm. So. Also jetzt hast du da Stunden investiert deines Lebens und dann möchtest du irgendwas mitteilen. Ja? Und dementsprechend, correction, 40 missions have been completed by Psy. Psy ist der Science Channel von 4chan. Quote from the winner, go fuck yourself. Ja, also ich meine, das ist 4chan, ja? Was erwartest du? Und so naturally, there are now 41 missions. Also von daher, es heißt ja never completed game. Um dem Anspruch eben gerecht zu werden, um dem Namen gerecht zu werden, wurde ein 41. Level erschaffen. Und wenn man sich hier oben den Highscore anschaut, dann sieht man, es ist immer noch bei 40 Levels. Also seit etwas über einem Jahr hat keiner das 41. Level geschafft. Falls jemand von euch demnächst Urlaub hat und nichts zu tun hat, viel Spaß. Und um euch mal so einen kleinen Vorgeschmack zu geben, was da so auf euch zukommt. Also es gibt zum Beispiel eine Frage, da kriegt ihr so einen Buchstabensalat angezeigt. Einfach nur Buchstabensalat. Kein Hinweis, was damit gemeint ist, gar nichts. Einfach nur Buchstabensalat. Und dann muss man durch drauf gucken, drauf kommen, dass, das ist Base 64 enkodiert. Ja, das dekodiert man dann. Das Ergebnis davon muss man durch drauf gucken, drauf kommen, das ist wieder Base 64, das dekodierst du nochmal. Das machst du so 4-5 Mal und dann kriegst du Buchstabensalat raus, der kein Base 64 mehr ist, sondern ein GZIP. Das sagt dir allerdings auch keiner. Das musst du auch durch drauf gucken erkennen. Wenn du das dann entzippst, dann kriegst du wieder Buchstabensalat, allerdings nur noch aus den Buchstaben L, R, D und U. Und dann musst du drauf kommen, das sind Richtungsangaben für Left, Right, Down und Up. Und das sind Angaben, wie du auf einem Blatt Papier malen sollst. Ja, und dann kriegst du, wenn du das machst, dann kriegst du solche Zahlen, die sehen so aus wie diese, so auf Digitalweckern, diese 7 LCD-Segment-Dings, ihr wisst, was ich meine. Und dann kamen 4 Zahlen raus. Nämlich 2, 1, 3 und 8. Das steht dann für die Buchstaben im Alphabet, also B, A, C und H. Das ergibt das Wort Bach. Und die Lösung für diese Frage war Johann Sebastian. Das ist eine von den einfachen Fragen. Ja, also das ist schon ziemlich abgedreht. Und da kommt man halt nicht mehr eben mal so in 30 Sekunden drauf, sondern das dauert. Und was ich richtig cool fand, war, dass wir da zu dritt, also ist nicht so, dass wir nicht ansonsten auch was zu dritt machen würden, aber nicht, dass das jetzt falsch wirkt, aber ich fand es total cool, dass wir halt zu dritt irgendwie da so den ganzen Tag lang Spaß hatten und dran geknobelt haben. Und man muss dazu sagen, meine Tochter, die ist damals 9 Jahre alt gewesen. Die ist ein echt cleveres Mädchen, aber mit 9 erkennt man nicht, das ist Base 64. Das wäre ein bisschen viel verlangt. Und das fand ich das richtig Beeindruckende. Sie hat trotzdem mitgemacht und hat halt versucht, so wie sie sich halt solche Rätsel vorstellt, hat halt versucht, da mitzurätseln. Und das fand ich total cool und das fand ich richtig, richtig toll. Was ich richtig, richtig doof fand, war, dass sie irgendwie so kein Erfolgserlebnis mehr hatte, so den restlichen Tag, weil du halt nicht weit kommst, wenn du halt nicht erkennst, ach ja, Base 64, offensichtlich. Und das fand ich irgendwie schade, ja? Weil irgendwie so, wenn jemand mit so einer Begeisterung sich für was enthusiastisch irgendwie... Ja, und dann irgendwie aber keiner, das ist irgendwie doof. Naja, und von daher war mein Plan, ich baue das ganze Spiel einfach nach. Ist für mich eine wunderbare Gelegenheit, mich mal mit CSS zu beschäftigen, wo ich ansonsten immer einen sehr großen Bogen drumherum mache und mal ein bisschen so meine UI-Kenntnisse so ein bisschen aufzubessern, weil ich bin eher ein Backend-Mensch. Und ich baue das Ganze und gehen dann natürlich nicht hin und sagen, hier, guck mal, ich habe was für dich programmiert, sondern irgendwie muss man das so lancieren in der Schule, so, dass die Kinder auf einmal in der Pause irgendwie ein cooles neues Rätsel im Internet und so. Und wie sich herausgestellt hat, das Schwierigste an der ganzen Geschichte ist nicht, dieses Spiel nachzubauen. Das Schwierigste ist, sich 40 Fragen auszudenken, die schwer genug sind, dass man sie nicht sofort lösen kann, aber die einfach genug sind, dass man nach einer Weile drauf kommt, was die Lösung sein könnte. Das ist gar nicht so ohne. Falls da jemand coole Ideen hat, ich freue mich über eine E-Mail oder so. Also das war mein Plan. Und jetzt ist so ein Spiel nachzubauen, meine Güte, ich meine, es sieht jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert aus. Es gibt ein paar Levels, es gibt einen Highscore, es gibt Fragen, es gibt richtige Antworten. Man hat ein bisschen Hin- und Her-Kommunikation zwischen Client und Server. Wie schwierig kann das wohl sein? Das heißt, normalerweise würde man jetzt einfach hingehen und irgendwie halt mal eben schnell eine Datenbank zusammenhacken und mit einer Tabelle und irgendwie so einen REST-Service drüber klatschen und wäre wahrscheinlich relativ flott fertig. Ja, und als ich
als mir das durch den Kopf ging, war mir irgendwie klar, nee, das ist nämlich genau das, was in unserer Branche immer falsch läuft, dass wir nämlich immer glauben, wenn wir irgendein Problem geschildert bekommen, wir machen mal eben schnell eine Datenbank und machen mal eben schnell einen REST-Service und sind eigentlich fertig. Komischerweise, es gibt, will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber komischerweise gibt es unglaublich viele IT-Projekte, die dauern länger als ursprünglich erwartet, die kosten mehr als ursprünglich erwartet und komischerweise kommt am Ende nicht das raus, was am Anfang erwartet wurde. Irgendwas scheint da falsch zu laufen. Und die Ursache dafür ist eigentlich selten technischer Natur, weil technisch sind wir so als Entwicklerinnen und Entwickler eigentlich ganz fit. Also wir beherrschen unser Metier ganz gut. Das Problem muss an anderer Stelle liegen. Das Problem ist ganz oft, dass wir als Techniker, dass wir nicht die Leute sind, die coole Ideen haben. Und die Leute, die coole Ideen haben, sind nicht die, die sie umsetzen können. Und deswegen braucht man sich irgendwie gegenseitig. Und kennt das alle? Habt alle schon mal irgendwie von einem Freund oder so gehört, dass es diese Situation gibt? Kunde kommt zu euch und erzählt, was sie sich da vorgestellt haben. Und ja, wir brauchen dieses und wir stellen uns vor, irgendwie den Mars zu besiedeln. Und wir brauchen Treibstoff und flüssig oder Festtreibstoff und tralala und bla und Raketen und überhaupt und Hitzeschilde. Und bei euch, es gibt eine Folge von den Simpsons, wo Bart mit seinem Hund schimpft. Kennt die zufällig jemand? Und man sieht das Ganze aus der Perspektive, ja, du kennst sie. Man sieht das Ganze aus der Perspektive des Hundes. Und also Bart von unten, ja, und die ganze Zeit nur so bla 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 bla. Ja. Und so ist das häufig, wenn Kunden versuchen zu erklären, was sie eigentlich machen wollen. Natürlich gibt das keiner zu. Ja, sondern man versucht irgendwie im Kopf das irgendwie zu mappen, so auf was, was man halt kennt, so Datenbanktabellen und Create, Read, Update, Delete und ja, wie schwer kann das schon sein? Und halt noch ein REST-Service. Man hört aber eigentlich nicht zu und hat auch nur die Hälfte verstanden und eigentlich interessiert es einen auch manchmal gar nicht so sehr. Jetzt sind Kunden ja nicht blöd. Ja, die haben die Erfahrung schon gemacht, dass das mit Entwicklern manchmal ein bisschen schwierig ist. Das heißt, die fragen danach so, habt ihr das denn verstanden? Natürlich, ja. Ja, dann erklär mal, was du verstanden hast. Ja, dann kommt so der Test, so ist das wirklich angekommen? Ja, und du als Entwickler ziehst dann halt technisch vom Leder. Ne? Also ja, wir brauchen also Datenbanken mit referenzieller Integrität und wir müssen die Asset-Kriterien beachten. Und der Kunde, der denkt sich bla 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 bla. Ne? Und am Ende fragst du dann, und, habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, dann ist ja alles geklärt, dann kann ja die Softwareentwicklung beginnen. Wir haben ein Projekt, wir haben irgendwie ein Riesenbudget, dauert nur 3 Jahre und nach 3 Jahren stellt man fest, um Gottes Willen, wir wollten eigentlich was ganz anderes haben. Wie konnte das bloß passieren? Und das Problem ist, dass man zwar beide reden irgendwie so zueinander, aber man redet nicht miteinander, sondern man redet wunderbar und gerne aneinander vorbei. Und es gibt riesen Kommunikationsprobleme. Und das ist einfach, ich weiß nicht, wie es bei euch war in eurer Ausbildung, bei mir, ich habe Informatik studiert, bei mir hat viel technischer Krempel auf dem Lehrplan gestanden. Was nicht zu meinem Studium gehört hat, war irgendwie so ein Fach, was ich mal genannt hätte, sowas wie interdisziplinäre Kommunikation, so als Beispiel. Ja. Und wir haben irgendwie nie gelernt, mit Leuten zu sprechen, die nicht Informatik in irgendeiner Form gelernt haben. Das gehört nicht wirklich zur Ausbildung. Bei uns an der Uni gab es einen Witz. Was ist der Unterschied zwischen einem introvertierten und einem extrovertierten Informatiker? Der Extrovertierte guckt auf deine Schuhe, während er mit dir redet. Und ja, das bedient übelst Klischees. Also ein ganz kleiner, wahrer Funke ist vielleicht doch drin, so ein bisschen, ne? Bei dem einen oder anderen. Also von daher, wir sind nicht gerade dafür bekannt, dass wir jetzt unglaublich kommunikativ und outgoing wären. Und ja, das Problem ist, dass es aber halt sehr schwierig ist, wenn man halt was sehr Komplexes lösen soll für jemanden und denjenigen nicht wirklich versteht und der uns auch nicht wirklich versteht. Und da ist halt die Frage, gibt es nicht irgendeine Methodik, mit der man vielleicht vorgehen kann, um auf einen gemeinsamen sprachlichen Nenner zu kommen und um irgendwie ein besseres Verständnis füreinander zu schaffen? Und da gibt es eine Methodik und die nennt sich Domain-Driven Design, abgekürzt als DDD. Das ist nichts Neues. Domain-Driven Design gibt es seit 20, 25 Jahren, sowas um den Dreh rum.
Wer versucht, sich so in Domain-Driven Design so ein bisschen einzulesen? Es gibt so die Standard, das Standardbuch für Domain-Driven Design. Es ist blau, deswegen nennt es jeder das Blue Book. Also kein Mensch nennt das Ding beim Titel, sondern es ist einfach nur immer von dem Blue Book die Rede. Und das Blue Book ist so ein bisschen so, es gehört zum guten Ton, es zu Hause im Regal stehen zu haben, so neben Goethe oder so. Ob man es wirklich gelesen hat, steht auf dem anderen Blatt. Es kommt leider sehr, sehr akademisch daher. Und sagen wir mal, es macht es jetzt nicht unbedingt zugänglich, das Thema. Es ist durchaus inhaltlich korrekt. Es ist auch durchaus umfassend und alles. Also eigentlich kann man dem Buch inhaltlich keinen Vorwurf machen. Es ist nur so ein bisschen am eigenen Anspruch gescheitert. Man will irgendwie eine Methodik haben, die als Ziel hat, besser miteinander zu kommunizieren. Und man scheitert daran, es so aufzubereiten, dass es für viele Leute verständlich ist. Ja, also das ist irgendwie so Ironie des Schicksals. Und dann gibt es ein zweites Buch, dessen Titel auch keiner verwendet. Das hat einen roten Umschlag. Dreimal dürft ihr raten, wie es genannt wird. Ja, also es ist das Red Book. Und das Red Book ist also mit dem Ansatz gestartet, das Ganze etwas anschaulicher und praxisnäher zu machen. Für meinen Geschmack ist es sehr ähnlich wie das Blue Book. Also so, naja, wirklich Spaß macht es nicht unbedingt zu lesen. Und das ist so ein bisschen schwierig, da mal einen Fuß in die Tür zu kriegen. Man hat immer das Gefühl, Domain-Driven Design ist mega kompliziert und unglaublich komplex. Und also der Erstkontakt hinterlässt häufig so das Gefühl, ich bin zu dumm dafür. Und das will ich heute Abend ein bisschen versuchen, das so ein bisschen aufzubrechen, weil eigentlich ist es nicht kompliziert und nicht sonderlich komplex. Es ist vielleicht erstmal nur ungewohnt und an manchen Stellen vielleicht von der Terminologie her ein bisschen unglücklich. Aber da kommen wir dann dazu gleich. Die Grundidee ist erstmal, wenn wir uns den Namen mal anschauen, Domain-Driven Design, abgekürzt wie gesagt als DDD. Ist das groß genug? Ja, okay. Domain-Driven Design, dieses Blablabla-Driven Design kennt man. Es gibt Test-Driven Design, es gibt Behavior-Driven Design, es gibt Model-Driven Design und, und. Und also das ist ja immer so, wir rücken die Tests in den Vordergrund oder wir rücken das Behavior in den Vordergrund oder was auch immer. Und beim Domain-Driven Design wird also naheliegenderweise die Domain in den Vordergrund gerückt. Die Preisfrage ist, was ist denn die Domain? Ja, und kleiner Hint, es ist nicht .com oder .de oder sowas, sondern was hier gemeint ist mit Domain, ist, das ist das englische Wort für Fachlichkeit. Da fehlt mir immer so ein schönes Wort, was man mal als Übersetzung verwenden kann. Fachlichkeit finde ich so sperrig, aber ja, also das ist so im Grunde genommen das Thema, um das es eigentlich geht. Ja, keiner von uns steht morgens auf und denkt sich, boah, heute ist irgendwie ein cooler Tag. Ich habe heute voll Bock, irgendwie eine neue Anwendung zu bauen. Ich will mal wieder was mit einem OR-Mapper machen. Was das für eine Anwendung ist, ist jetzt nicht so wichtig, aber ich will mal wieder mit einem OR-Mapper arbeiten. Ja? Das passiert eher selten. Man hat meistens also wenn man mal eine Idee hat, dann hat man irgendeine inhaltliche, fachliche Idee, irgendein Thema, was man lösen will, wofür man eine Software bauen will. Und ein OR-Mapper ist eher so Mittel zum Zweck. Und ja. Also die Fachlichkeit, das ist die Domain. Und wenn wir jetzt gucken, wie baut man so eine Domain auf oder wie geht man da dran, dann ist es eigentlich erstmal beim Domain-Driven Design relativ simpel. Man macht nämlich das, was man so im modernen UI/UX sowieso macht. Man geht vom User aus, man denkt vielleicht so ein bisschen so taskzentrisch. Das heißt, was würde ein Benutzer mit der Software anstellen wollen? Also kein Benutzer sitzt vor eurem System und denkt sich, ah, oh, jetzt mache ich mal ein Update von dem Datensatz. Ja, das ist nicht die Sprache, in der eure Benutzer denken. Sondern stellt euch jemanden vor, der so überhaupt nicht IT-affin ist. Und was könnte sie oder er mit dem Computer anstellen wollen? Also was weiß ich, möchte eine Weihnachtseinladungskarte gestalten. Das ist das, was ich machen will. Und dafür gibt es gewisse Schritte, die ich vielleicht erledigen muss. Wie ich das jetzt technisch umsetze, ist dem Endanwender erstmal ziemlich egal. Und wenn ich als Anwender vor einer Software sitze und die benutze, dann habe ich erstmal so Wünsche, die ich erledigt haben will oder die ich erfüllt haben möchte. Das könnte zum Beispiel sowas sein wie, hey, lieber Computer, schicke mal eine E-Mail. Oder sowas wie, speichere meine Datei. Oder sowas wie, erzeuge eine Weihnachtskarte. Und so weiter. Und wenn wir uns diese
Wünsche, wie ich sie jetzt gerade genannt habe, mal anschauen, dann fällt eins auf, nämlich sprachlich haben die alle dieselbe Form. Es ist immer ein Verb plus ein Substantiv und das Verb steht im Imperativ. Es ist die Befehlsform. Mach das. Öffne das Fenster. Oder bei Windows schließe das Fenster. Also von daher, Wünsche, das ist so vielleicht so die eher umgangssprachliche Bezeichnung dafür. Im Grunde genommen, der Computer ist ein Werkzeug, das Ding soll machen, was ich will. Von daher, ich wünsche mir nicht was von meinem Computer, sondern ich befehle meinem Computer, etwas zu tun. Insofern nennen wir diese Dinger Commands. Und so ein Command besteht eben, wie gesagt, immer aus einem Verb plus einem Substantiv. Wenn ich sage immer, take it with a grain of salt, immer in Anführungszeichen. Und zwar ganz wichtig, ein Verb im Imperativ. So, und wenn wir jetzt mal überlegen, was könnte so ein Command sein im Hinblick auf dieses Never Completed Game? Naja, das wäre zum Beispiel, ich muss dieses Spiel ja erstmal starten. Das wäre also sowas wie Create Game. Ja? Weil Create, wir sind ja Datenbanken gewöhnt, ich habe also eine Games-Tabelle und da brauche ich natürlich ein Create. Wenn man sich jetzt nochmal in den Anwender zurückversetzt, kein Mensch sitzt vor dem Computer und denkt sich, oh, heute ist ein schöner Tag, ich möchte ein neues Spiel createn. Das ist eher selten, ja? Sondern Leute sagen vielleicht, ich möchte ein Spiel beginnen, also vielleicht sowas wie Begin Game oder ich möchte ein Spiel starten, also sowas wie Start Game oder irgendjemand sagt, ja, hier übrigens, ich spiele viel Schach, bei uns, es geht um Eröffnungen im Schach, man eröffnet ein Spiel, ja? Also ein Spiel eröffnen wäre zum Beispiel Open Game. Und jetzt hat man auf einmal eine Reihe von Begriffen, die alle irgendwie dasselbe meinen. Aber welcher ist denn der richtige? Und das ist der Kern dessen, worum es im Grunde genommen in DDD geht, die richtigen Begrifflichkeiten zu finden und sich auf eine gemeinsame Terminologie zu einigen, um ein besseres gemeinsames Verständnis in einem interdisziplinären Team davon zu haben, worum es eigentlich geht. Das Ganze ist gar nicht so einfach, wie man zunächst mal meint. Ich habe das letzte Mal bei einem Kunden gemacht, die wollten als Beispiel, die wollten das mal üben, die wollten als Beispiel, dass ich eins mitbringe. Und wir haben uns dann überlegt, so ein Thema, was irgendwie jeder irgendwie kennt, wo jeder mitmodellieren kann, was aber genügend Komplexität bietet und was vielleicht mal ein bisschen was anderes ist, als wir machen eine Adressliste oder so. Wir modellieren tatsächlich mal ein Schachspiel. Und dann ging es um die Frage, wenn ich jetzt den Bauern von einem Feld auf ein anderes bewege, wie heißt dieser Vorgang? Ja, und irgendjemand kam dann mit Move Piece. Jemand anderes sagte, nee, das heißt nicht Piece, das heißt Figure. Wieder jemand anderes sagte, Make Move. So, und dann ging jetzt eine Diskussion in dieser Gruppe los, was denn jetzt der richtige Terminus wäre. Und sie haben sich ewig lange darüber gestritten, ob es jetzt Piece oder Figure heißt. Und sie haben sich dann für eins von beidem entschieden. Ich weiß nicht mehr welches, spielt auch keine Rolle. Sagen wir mal, sie haben sich für Move Figure entschieden. Und nachdem 15 Leute da eine halbe Stunde drüber diskutiert haben, sagte dann jemand, Leute, das ist falsch. Es gibt nämlich Züge, wie zum Beispiel die Rochade, wo man den König und den Turm, die wechseln ihre Position, wo man zwei Figuren bewegt. Insofern kann ein Zug aus mehreren Move Figure Aktionen bestehen. Und insofern kann diese Aktion nicht im Kern Move Piece oder Move Figure heißen. Das ist zwar nett gedacht, aber trifft leider nur in 95% der Fälle zu. Und wenn man dann mal in ein Schachbuch schaut, dann stellt man fest, ein Zug im Schach ist definiert als weiß bewegt Figuren und schwarz bewegt Figuren. Und das, was weiß oder schwarz jeweils macht, ist ein sogenannter Halbzug. Das heißt, also eigentlich müsste das Command heißen, führe Halbzug durch oder sowas in der Richtung. Und das ist, wenn man jetzt mit jemandem spricht, der sich im Schach auskennt, wenn man dann ankommt mit, ja, wir verschieben da halt eine Figur, der nimmt euch nicht für voll. Wenn ihr dem aber sagt, ja, wir machen einen Halbzug, dann weiß der genau, was gemeint ist. Und umgekehrt, wenn er da oder sie davon spricht, wisst ihr auch, was gemeint ist. Und das ist der Punkt, dass wir uns viel zu selten die Mühe machen, auf die richtige fachliche Terminologie zu kommen, sondern uns zu schnell mit, naja, nennen wir es einfach Update Position. Ja, das tut's auch. Damit zufrieden geben. Und das heißt, jetzt in dem Fall können wir niemanden fragen. Es gibt kein Never Completed Game Fachhandbuch, wo wir nachgucken können. Insofern habe ich da jetzt sozusagen freie Wahl. Ich nenne das Ganze mal Open Game, weil ich das mit dem Eröffnen irgendwie sprachlich ganz schön finde. So, dann kriegen wir jetzt irgendwie was präsentiert, irgendwie eine Frage.
wir müssen eine Antwort geben. Also das heißt, das Simpelste wäre ja sowas wie give answer. So, jetzt sagt der Nächste, naja, give answer, können wir nicht einfach sagen reply oder respond? Oder eigentlich, wir wissen ja noch gar nicht, ob es eine Antwort ist. Wir raten ja eigentlich nur eine, wir äußern ja eher eine Vermutung. Können wir das nicht make guess nennen? Und so, also auch da wieder, da gibt es 500 Varianten, wie man das jetzt nennen kann. Und die auch jeweils ein bisschen was anderes ausdrücken. Und auch da kann man sich dann wieder auf eins einigen. Es ist immer gut, wenn man halt jemanden dabei hat, der Ahnung von der jeweiligen Domäne hat, der dann vielleicht was sagen kann, was man nimmt. Und an der Stelle, ich habe mich dann mal für Make Guess entschieden. Wir haben im Moment ein Projekt mit einem Unternehmen aus Berlin. Die haben ein ziemlich abgedrehtes Thema. Die beschäftigen sich mit 3D-Druck. Allerdings nicht so langweiliger 3D-Druck, so mit Plastik oder Keramik oder so, sondern die wollen Organe drucken. Also so Herz, Leber, Milz, ne? So das für Transplantationen oder für Medikamententests oder solche Geschichten. Da sind sie noch nicht so ganz, aber so kleine biologische Glibberwürfel, mit denen man irgendwelche Tests schon mal, kriegen sie schon hin. Das ist ziemlich beeindruckend, sieht so ein bisschen aus wie Wackelpudding, nur in einer anderen Farbe. Wackelpudding sieht deutlich appetitlicher aus, aber das ist ziemlich beeindruckend, was die können. Und ein Ziel von denen, das finde ich extrem spannend, ist, die wollen dafür einen Online-Shop haben. Dass du also sagen kannst, als Biolabor, wir brauchen irgendwie diese und jene biologischen Bauteile, Organoiden, die bestellen wir uns, quasi das Amazon für Bio-Zeugs. Ja? Ich habe immer den blöden Witz gemacht, ja, dann der Lieferdienst, der das dann bringt, das muss ja auch gekühlt werden, nennt den doch irgendwie Leberando oder Leberheld oder so, ja. Oder ja, irgendwie organhandel.de oder so, aber naja, gut. Anderes Thema. Aber naja, jedenfalls den Shop, der wird nach diesem Ansatz entwickelt. Und wenn du jetzt mit einem Biologen quatschst über diese Organoiden, die sie da bauen, dann kommst du mit Create, Update, Delete nicht weit, weil der Biologe ganz andere Begriffe verwendet, von denen du keine Ahnung hast. Und die Begriffe, mit denen, wenn du immer redest von so einem Glipper-Ding mit Zacken dran, dann nimmt er dich auch nicht ernst. Und der weiß auch nicht, was du eigentlich jetzt genau meinst. Und es bleibt ja nicht viel anderes übrig, als die biologische Fachterminologie einfach mal zu lernen und dich mit der Materie zu befassen. Das hilft enorm, wenn man sagen kann, ein Spheroid Castle. Weil dann weiß jeder, was gemeint ist. Ist natürlich mehr Aufwand als Glibberding. So, okay. Open Game, make guess. Wenn ich jetzt so einen Command an das System schicke, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, was passieren kann. Ich schreibe das mal hier drunter, um ein bisschen Platz zu sparen nach rechts. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, was passieren kann. Nämlich, es gibt mindestens mal zwei Varianten. Nämlich entweder der Computer gibt meinem Wunsch sozusagen statt und erfüllt mir den. Oder er sagt nö. Weil du hast heute schon zu viele Spiele eröffnet oder du hast schon 5 laufende Spiele und eine Regel besagt hat, dass du nicht mehr haben darfst und so weiter. Das heißt, ein Command, so eine Aktion, zieht irgendeine Reaktion nach sich. Und diese Reaktionen, die haben was Besonderes an sich. Okay, jetzt habe ich gerade keinen Kugelschreiber hier. Nehmen wir mal einen Kugelschreiber zur Demo, aber der Pointer hier tut es auch. Angenommen, ich halte den. So, jetzt sagt jemand von euch, lasst den fallen. Das ist ein Command. Ja, und angenommen, ich mache das, also müsst ihr euch jetzt vorstellen, will nicht meinen Laserpointer fallen lassen. Angenommen, ich mache das, dann ist er hingefallen. Und natürlich kann ich ihn auch wieder aufheben und wieder hochhalten. Und dann sieht das, wenn jetzt jemand kurz rausgegangen war, so aus, als wäre gar nichts passiert. Tatsächlich ist das Ding aber mal hingefallen gewesen. Und das ist ein Fakt, der ist passiert. Den können wir auch nicht mehr rückgängig machen, also weil wir haben halt keine Zeitmaschine. Ich kann nicht in die Vergangenheit zurückreisen und es ungeschehen machen. Ich kann ihn nur wieder aufheben. Das ist quasi eine Gegentransaktion, mit der ich den Effekt, dass er hingefallen war, weitestgehend wieder kompensieren kann. Aber die Tatsache, dass er mal hingefallen war, kann ich nicht ändern. Und diese Fakten, die geschaffen werden, die stehen jetzt wie, er ist hingefallen, die stehen in der Vergangenheitsform, weil sie passiert sind. Es sind historische Ereignisse, an denen wir nichts mehr ändern können. Das heißt, so ein Open Game Command zieht ein solches Ereignis nach sich, zum Beispiel ein Game opened. Und dieser Fakt, es wurde mal ein Spiel eröffnet, den nennen wir
Event. Und das ist häufig ein Substantiv plus ein Verb. Es ist eine gute Idee, diese Reihenfolge hier umzukehren, weil es durchaus Verben gibt, deren Vergangenheitsform identisch ist mit dem Imperativ. Man denke an so lustige Wörter wie put oder so oder z. Ja, das sind so typische Kandidaten. Und einfach, indem man die Reihenfolge vertauscht, kann man das schon ein bisschen klarer machen, ob das Event oder eben das Command gemeint ist. Und natürlich könnten wir auch sowas haben wie zum Beispiel failed to open game. Aus welchem Grund auch immer. Dieses Fehler-Event lasse ich mal weg, aber ja. Okay, make guess. Die Reaktion darauf ist erstmal, wir halten einfach mal fest, es wurde eine Vermutung geäußert. Also sowas wie guess made. Jetzt gibt es aber natürlich noch weitere Dinge, die vielleicht interessant wären. Sowas wie, wurde das Level denn irgendwie erfolgreich erledigt? Oder war die Antwort falsch? Also man könnte auf die Idee kommen, sowas zu sagen wie succeeded oder failed zum Beispiel. Und das heißt, dieses make-guess-Command, das zieht unter Umständen nicht nur ein guess-made-Event nach sich, sondern vielleicht auch noch ein succeeded oder ein failed. Also ein Command muss nicht zwingend ein Event auslösen, ein Command kann auch mehrere Events auslösen. Und irgendwann ist das Spiel natürlich auch vorbei. Dann haben wir vielleicht noch ein Event, was anzeigt, hey, das Spiel wurde jetzt beendet. Das heißt, wir nennen das zum Beispiel finished. Interessant ist, dass keiner protestiert. Ich habe das am Anfang so modelliert, war damit 4 Wochen wunderbar glücklich. Und dann sagte irgendwann jemand zu mir, Golo, das ist völliger Schwachsinn, was du da gemacht hast. Das Spiel heißt doch nicht Never Finished Game. Das heißt doch Never Completed Game. Wieso heißt dieses Event nicht completed? Ja, ist ein valider Punkt. Wir sollten es completed nennen. Einfach um eine einheitliche Linie mit dem Spielnamen zu fahren. So, und damit haben wir ein paar Commands und ein paar Events und Beziehungen zwischen den beiden. Das ist so das Herz dessen, was wir brauchen, um dieses Spiel bauen zu können. Jetzt gibt es natürlich eine gewisse Logik, die jeweils läuft. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, wir äußern eine Vermutung, also wir schicken einen make-guess-Command, dann ist zum Beispiel eine Logikregel, die mal laufen sollte, so ein guess muss irgendwie mal überhaupt was anderes sein als ein leerer Text. Das heißt, vielleicht die Mindestlänge müsste mal ein Zeichen sein. Diese Logik kann man sich sehr gut vorstellen, dass die hier quasi im Command implementiert ist, dass sie sozusagen ihre Parameter überprüft. Es gibt aber natürlich auch Logik, die nicht so direkt zu dem einzelnen Command dazugehört. Zum Beispiel sowas wie, gibt es noch ein nächstes Level? Dazu müsste ich ja erstmal wissen, was ist denn das aktuelle Level? Woher kriege ich denn die Informationen, welches das aktuelle Level ist? Ja, das ist ja irgendwie kein Parameter für make-guess. Wo ist dieser Zustand? Und diesen Zustand, das Interessante bei dem ist, dass zum Beispiel das aktuelle Level auch von beiden Commands adressiert wird, weil OpenGame setzt das aktuelle Level vermutlich auf 1, make-guess erhöht das aktuelle Level unter Umständen um 1. Und das heißt, wir haben mehrere Commands, die sich auf denselben State beziehen. Und das heißt, wir haben also sowas wie das Level, in dem wir uns befinden. Und wir haben vielleicht auch noch sowas wie die Angabe, ob das Spiel überhaupt noch läuft oder ob es schon erfolgreich abgeschlossen wurde. Also so eine Property, sowas wie isCompleted, wo man jetzt zum Beispiel in makeGuess prüfen würde. Ein makeGuess darf nur durchgehen, wenn isCompleted noch nicht auf true steht. Und die Frage ist, wo packen wir diesen Zustand hin, der quasi Command- und Event-übergreifend ist. Und dafür gibt es in DDD ein Konstrukt, ich finde den Begriff leider sehr unglücklich, das ist ein sogenanntes Aggregate. Und das Aggregate, was wir haben, das wäre in dem Fall zum Beispiel unser Spiel. Ja, also das heißt nachher, wir haben Instanzen von dem Konstrukt Spiel. Jede dieser Instanzen hat ein bestimmtes aktuelles Level, hat die Information, ob es abgeschlossen wurde oder nicht, und dann gibt es Commands, die ich auf dieser Instanz ausführen kann, die Events auf dieser Instanz verursachen. Das ist das Aggregate und das ist häufig einfach ein Substantiv. Übergeordnet, über dem Aggregate, jetzt kriegt ihr ein Problem, nämlich, das ist prinzipiell schon mal ganz nett, aber wir haben vor kurzem
haben wir, oder was heißt vor kurzem, ist inzwischen auch schon eine Weile her, haben wir einem Unternehmen geholfen, ihre Urlaubsantragsverwaltung zu digitalisieren. Die haben das bis dahin auf Papier gemacht und die wollten das jetzt digitalisieren und haben gesagt, ja, hier, Aggregate, bei uns ist Urlaub. Ja, und das klingt erstmal total logisch. Und dann stellst du fest, jetzt unterhältst du dich mit verschiedenen Leuten so über, was ist denn so die Fachlichkeit von Urlaub, worum geht's denn da? Und dann stellst du fest, dass unterschiedliche Leute ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, was Urlaub bedeutet. Wenn ich jetzt so diesen Begriff Urlaub so in den Raum stelle, woran wahrscheinlich die meisten von uns irgendwie denken, ist eine schöne Zeit, ausschlafen, im Meer schwimmen oder in den Bergen wandern, Entspannung, Musik hören, Zeit mit der Familie verbringen, wegfahren, irgendwie sowas. Denkt jemand spontan an was ganz anderes? Nicht arbeiten. Ja, das würde ich aber mal unter Entspannen vielleicht einsortieren. Woran keiner von uns denkt, ist, oh mein Gott, wir brauchen eine Vertretungsregelung. Weil jeder natürlich erstmal an seinen eigenen Urlaub denkt. Und natürlich ist der Urlaub für einen selber erstmal cool. Ja, aber für deine Teamkolleginnen und Kollegen ist es vielleicht mit Aufwand verbunden, weil es muss eine Vertretung gesucht werden. Du musst gucken, dass sich nicht zu viele Leute aus einem Team gleichzeitig im Urlaub befinden. Von daher, denen ist es in Anführungszeichen relativ egal, ob dein Urlaub irgendwie entspannt ist. Wichtig ist erstmal für das Team, wie damit umgegangen wird, wenn du nicht da bist. Wenn wir das Ganze aus der Perspektive der HR-Abteilung betrachten, denen ist beides völlig egal. Für die ist relevant, hast du überhaupt so viele Tage Urlaub noch zur Verfügung, wie du haben möchtest? Steht der dir vertraglich zu? Hast du vielleicht sowas wie Sonderurlaub, weil du geheiratet hast, weil du ein Kind bekommen hast, weil jemand gestorben ist? Sonst was. Das heißt, für die ist das mehr so ein administratives Zahlen-etwas. Da steht dieser Entspannungs-, und Erholungs- und Vertretungsgedanke überhaupt nicht im Vordergrund. Das heißt, je nachdem, mit wem du redest, spielt Urlaub eine ganz andere Rolle. Jetzt ist die Frage, okay, wir wollen ja Sprache so machen, dass sie eindeutig ist und dass, wenn zwei sich unterhalten, sie wissen, was gemeint ist. Was mache ich denn jetzt in dem Fall? Muss ich jetzt drei Begriffe für Urlaub finden oder nennen wir es Urlaub, Ferien und Auszeit? Oder wie gehen wir damit um? Und der Punkt dabei ist, dass wir einen zusätzlichen Zaun sozusagen einziehen. Wir unterteilen unsere Software sozusagen nochmal in Bereiche, wo wir sagen können, es gibt also einmal den Bereich Urlaub, quasi dein persönlicher Bereich. Es gibt einmal den Bereich, wo Urlaub aus Sicht des Teams belegt wird. Und es gibt einmal den Bereich, wo es eben um die HR-Abteilung geht. Und das ist wie so abgetrennte inhaltliche Themenbereiche. Und die nennen wir im Domain-Driven Design den sogenannten Kontext. Oder weil sie halt eine Grenze ziehen, innerhalb derer eine bestimmte Sprache gilt, ist es ein sogenannter Bounded Context. Und der Bounded Context in dem Fall, da hat sich immer ganz gut diese Ing-Form bewährt. Das könnte zum Beispiel sowas sein, wenn wir uns diese Sachen hier angucken, ein Spiel eröffnen, eine Vermutung äußern, da geht es um Spaß haben, da geht es wirklich um das Spielen an sich. Da geht es nicht darum, wie wir das Spiel irgendwie mit In-App-Käufen versehen könnten, um möglichst viel Profit zu machen, was übrigens auch eine valide Sicht wäre und wo wir auch ein Game hätten, aber vielleicht mehr so als Artefakt in einem Store. Und also hier geht es wirklich um das Spielen, um das Spaß haben. Da könnten wir sagen, wir befinden uns hier zum Beispiel im Kontext Playing. Und das Ziel von so einem Kontext ist, dass wir innerhalb dieses Kontextes eine Sprache finden, auf die wir uns einigen können, die dann eindeutig belegt ist. Aber wir müssen den Kontext kennen, um die Sprache eindeutig zu wissen. Das heißt, es ist durchaus erlaubt, in unterschiedlichen Kontexten denselben Begriff nochmal zu verwenden, mit unterschiedlicher Bedeutung, weil das kann ich klar machen, darüber, je nachdem, in welchem Kontext ich mich befinde. Aber innerhalb eines Kontextes muss die Sprache eindeutig sein. Und diese eindeutige Sprache, man hätte sie Common Language nennen können, man hätte sie Shared Language nennen können, man hat sich auf den unhandlichsten Begriff geeinigt, der zu haben war. Das ist die sogenannte Ubiquitous Language, wo man immer nie weiß, wie man es überhaupt aussprechen soll. Ubiquitous oder Ubiquitous oder so wie Windows Azure oder Azure oder Azure oder was auch immer. Ja, und man weiß auch nie, wie man es schreibt. Okay, also von daher, Bounded Context definiert die Ubiquitous Language. Und wir können innerhalb eines Themengebietes, weil im Grunde genommen geht es ja darum, dieses Spiel uns insgesamt auszudenken. Innerhalb dessen können wir also mehrere Kontexte haben, wie zum Beispiel Playing oder Marketing oder sowas wie vielleicht Sales, also es muss nicht immer eine In-Form sein.
Aber das, worum es letztendlich geht, ist unser Never Completed Game. Und das ist unterm Strich unsere Fachlichkeit und das bezeichnet also unsere Domain. Und damit sind wir diesen Baum im Grunde genommen jetzt einmal durchgewandert, von unten nach oben. Das heißt, wir haben feingranular auf unterster Ebene, haben wir Aktionen, die der Benutzer dem System gibt, was ausgeführt werden soll. Die Reaktion darauf sind Ereignisse, die stattgefunden haben, die beschreiben, wie das System reagiert hat, was in eurer Applikation passiert ist. Ihr habt Zustand, den die Commands und die Events, auf denen die sich beziehen können, den die auch verändern können. Dieser Zustand befindet sich in einem, ich vermeide immer so ein bisschen den Begriff Objekt, weil das sofort so nach objektorientierter Programmierung klingt und das kann man so machen, muss man aber nicht. Also ihr habt diesen Container für State, das ist ein sogenanntes Aggregate und Aggregates und Commands und Events und State befinden sich in einem sprachlichen abgeschlossenen, in sich abgeschlossenen Raum. Das ist der sogenannte Bounded Context und diese Kontexte sind eben verschiedene Perspektiven sozusagen auf eure Software, die ihr bauen wollt und dieses ganze Ding, das ist eure Domain. Das ist der Kern von Domain-Driven Design. Da gibt es jetzt noch 20 Begriffe mehr, die man erklären könnte, aber das ist so 90% dessen, was man im Alltag braucht. Und das Interessante ist, das Ganze hat null mit Technologie zu tun. Das heißt, deswegen ist es auch völlig egal, ob ihr das mit jemandem macht, der JavaScript programmiert oder C++ oder ob ihr jemanden aus dem Marketing dazu holt oder einen Product Owner, der Biologe ist. Ja, also es ist völlig egal. Weil wir hier wirklich nur drüber sprechen, wie benennen wir eigentlich Dinge und was verstehen wir unter Begriffen. Und das ist erstaunlich schwierig, das gerade zu ziehen, sodass alle das gleiche Verständnis haben. Und was man damit sehr schnell aufdeckt, ist, dass diejenigen, die die Anforderungen definieren, oft selber nicht so genau wissen, was sie meinen oder was sie eigentlich wollen. Weil wenn du dann mal nachfragst, ja, was genau meinst du denn damit? Wie soll sich das denn in der und der Situation verhalten? Was bedeutet das denn? Dann kriegst du oft so ein paar sehr große, staunende Augen. Oh, darüber haben wir noch nie nachgedacht. Und wir haben jetzt gerade aktuelles Projekt. Kunde wünscht sich eine Undo-Funktion. Ja, was heißt denn Undo? Gibt es auch ein Redo? Okay, Undo. Soll das unbegrenzt sein? Okay, Undo, ist das, kann ich als Einbenutzer Dinge rückgängig machen, die jemand anderes gemacht hat? Und da merkst du auf einmal, dass über dieses Konzept, also wahrscheinlich irgendjemand hat mal gesagt, ah, wir brauchen auch ein Undo und alle so, ja, das klingt cool. Aber keiner hat darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Und das kannst du damit relativ schnell aufdecken, weil du halt auf einmal wegkommst von, oh ja, es ist halt ein Update. Ja, weil Update klingt halt technisch, das klingt irgendwie harmlos. Aber wenn du fragst, was bedeutet das denn, dann wird es schon schwieriger. So, das ist im Grunde genommen Domain-Driven Design. Ja. Ja, also die Frage war, welchen Teil, wo man hier quasi das Undo unterbringen würde. Meine erste Antwort darauf wäre, es gibt kein Undo. Weil Undo ist auch wieder ein technischer Begriff, genauso wie Update. Weil du sagst einfach nur, du machst irgendwas rückgängig. Aber die erste Frage wäre, warum willst du das tun? Also zum Beispiel hier eine Vermutung rückgängig machen, macht überhaupt keinen Sinn. Weil ich kann in einem Spiel eine einmal geäußerte, in einem Ratespiel eine einmal geäußerte Vermutung nicht rückgängig machen. Das ist einfach nicht sinnvoll. Das heißt, was du üblicherweise hast, ist, es muss irgendeine fachliche Motivation geben, warum ein Undo relevant ist. Und wenn es eine fachliche Motivation dafür gibt, warum du etwas tun willst, dann müsste man dem Ding auch einen Namen geben können, der ausdrückt, warum du das tun willst, was die Intention davon ist. Und insofern würde ich dieses generische Undo versuchen zu ersetzen durch einen Begriff, der konkret beschreibt, was du da, also warum du es rückgängig machst. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen, du machst ein Undo, weil du einen Tippfehler korrigieren willst und du machst ein Undo, weil du eine Versicherungspolice zurückziehen willst. Ja, und wenn man das einfach nur Undo nennt, scherst du halt alles über einen Kamm und verlierst eine ganze Menge, warum Leute eigentlich Dinge tun. So, das ist Domain-Driven Design. Jetzt gibt es, wenn man über Domain-Driven Design spricht, gibt es zwei Begriffe, die in diesem Zusammenhang immer mit auftauchen, die mit Domain-Driven Design erstmal nichts zu tun haben. Es sind zwei Design-Patterns, die passen nur zufälligerweise ganz gut zu Domain-Driven Design, deswegen werden sie häufig in einen Topf geworfen.
Man kann sie aber auch alle wunderbar losgelöst voneinander verwenden. Die möchte ich kurz ansprechen, einfach weil sie so oft mit in einen Topf geworfen werden. Das erste der beiden ist das sogenannte Event Sourcing, abgekürzt als ES. Event Sourcing ist etwas, was jeder von euch jeden Tag verwendet. Nur ist euch vielleicht nicht bewusst, dass es Event Sourcing heißt. Event Sourcing heißt nämlich eigentlich nur, ihr macht das, was eure Bank auf eurem Girokonto macht. Nämlich, ihr speichert nicht, das ist ein Ansatz, um Daten zu speichern, ihr speichert nicht den Ist-Zustand, sondern ihr speichert die Veränderungen, die zum Ist-Zustand geführt haben. So wie die Bank das macht, indem sie eure Einzahlungen und Abbuchungen vermerkt, so wie Git das macht, wenn es eure Änderungen am Dateisystem sozusagen trackt. Das ist das, worum es im Event Sourcing geht. Das heißt, stellt euch vor, ihr habt, nehmen wir wirklich mal ein Konto, ihr habt zum Beispiel den 1. Oktober und ihr habt ein Konto eröffnet. Und dann hat dieses Konto einen Saldo erstmal von 0. Dann ist am 3. Oktober wurde euch ein Dispo-Kredit eingeräumt. Und zwar über, was weiß ich, 10.000 Euro oder Schweizer Franken oder welche Währung ihr auch immer haben möchtet. Das Einräumen des Dispo-Kredits hat nichts mit eurem Saldo zu tun. Dann am 4. Oktober, der Dispo-Kredit wurde euch an einem Feiertag eingeräumt, das ist unrealistisch. Nehmen wir den 2. Okay, am 4. Oktober ist euer Gehalt eingegangen. Das heißt, da habt ihr zum Beispiel eine Einzahlung gehabt von, keine Ahnung, 3.000 Euro. So, dann ist am 5. Oktober ist die Miete abgebucht worden. Dann hat sich euer Kontostand um 1.500 Euro leider verringert. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendeinen dummen Spruch dazu. Ich habe es mir dann verkniffen, aber vielen Dank. So, und wenn ich jetzt wissen will, wie ist der aktuelle Kontostand, dann kann ich einfach hingehen und kann diese Events von oben oder diese Einträge in der Tabelle von oben nach unten in der richtigen zeitlichen Reihenfolge sozusagen abspulen. Dieses Abspulen nennt man einen Replay. Und alles, was ich machen muss, ist im Grunde genommen alles, was irgendwie für den Saldo relevant ist, einfach zu verrechnen. Also 0 plus 3.000 sind 3.000, minus 1.500 sind 1.500. Das heißt, der derzeitige Saldo auf dem Konto sind plus 1.500 Taler, was auch immer. So, und das ist das ganze Konzept von Event Sourcing. Und das Spannende dabei ist, dass ihr also hingeht und quasi in eurer Datenbank sagt, ihr habt Insert-Befehle, also quasi ein Create, weil ihr fügt an diese Liste unten immer neue Einträge hinzu und ihr lest diese Liste wieder aus. Also ihr habt sowas wie ein Select in der Datenbank, was dem Read entspricht. Was ihr aber niemals macht, ist, ihr ändert in dieser Liste nie was. Das macht eure Bank auch nicht. Wenn ihr eine Überweisung tätigt und euch bei der Kontonummer der Empfängerin oder des Empfängers vertippt und mit den IBANs ist das dank der Prüfsumme ein bisschen unwahrscheinlicher geworden, aber angenommen, es geht raus, dann ist das Geld erstmal weg. Man sollte ja annehmen, im Jahr 2018, dass das relativ schnell gemerkt wird, dass da irgendwie das Zielkonto nicht existiert. Das dauert dann irgendwie so 2, 3, 4 Bankarbeitstage, wo ich mich immer frage, wo ist eigentlich mein Geld in der Zeit? Ja, so, hat jemand von euch den 2. Teil von Matrix gesehen? Ja, das fängt an in dieser U-Bahn-Station, wo die Programme hin abgeschoben werden, die nicht mehr benötigt werden, aber die noch nicht gelöscht sind, wo Neo aufwacht. So ungefähr stelle ich mir den Ort vor, wo mein Geld sich in dem Moment befindet. Und irgendwann, was die Bank macht, ist, sie macht nicht die Abbuchung rückgängig, sondern es wird eine Gegentransaktion durchgeführt und ihr erhaltet eine Gutschrift. Das heißt, was eine Bank nicht macht, ist, ihr habt kein Delete. Und eine Buchung, die einmal stattgefunden hat, die wird auch nicht mehr geändert. Das heißt, ihr habt auch kein Update. Und der Grund, warum diese beiden Aktionen, Update und Delete, nicht vorkommen, ist, weil sie destruktiv sind. Delete verändert Dinge, die schon passiert sind. Das wäre wie, wenn ich quasi dieses Fallen lassen, wenn ich das ungeschehen machen könnte. Und das kann ich nun mal nicht.
Und ich kann auch nicht mehr im Nachhinein ändern, in welcher Geschwindigkeit das gefallen ist. Das ist etwas, was passiert ist. Das ist in der Vergangenheit einfach auf eine bestimmte Art passiert. Punkt. Deswegen gibt es kein Update und kein Delete. Der große Vorteil dabei ist natürlich, wenn ihr so eine Datenhaltung habt, eure SQL-Abfragen werden ziemlich simpel. Ihr habt ein Insert und ihr habt ein Select. Mehr gibt's nicht. Ihr habt keinen Join mehr. Ihr braucht euch keine Gedanken mehr über optimistisches oder pessimistisches oder pseudo-optimistisches oder pseudo-pessimistisches Locking zu machen. Es ist alles ziemlich simpel. Schreiben geht wahnsinnig schnell. Einfach ein Insert und hinten dran hängen. Lesen, okay. Lesen geht nicht ganz so schnell, weil man muss ja diesen Replay machen. Und das, was ich jetzt hier eben über 4 Datensätze im Kopf gemacht habe, innerhalb von 3 Sekunden, das ist natürlich nicht mehr in 3 Sekunden im Kopf gemacht, wenn da mal 50.000 Einträge stehen. Das heißt, euer System wird blöderweise im laufenden Betrieb immer langsamer und je mehr die Leute es verwenden, was eigentlich cool ist, weil das heißt, ihr habt eine tolle Software gebaut, desto schneller wird sie langsamer. Das ist doof. Und das heißt, man bräuchte einen Mechanismus, um quasi diese ewig steigende Performance-Kurve sozusagen irgendwie mal zu begrenzen. Das Schöne ist, dadurch, dass ihr ja wisst, dass nie mehr etwas geändert oder gelöscht wird, wisst ihr, dass wenn der Kontostand am 5. Oktober 1.500 Euro war, dann wird der Kontostand am 5. Oktober auch immer noch 1.500 Euro sein, wenn wir hier schon ein Jahr weiter sind. Das heißt, ein einmal gemachter Replay über einen bestimmten Abschnitt kommt immer zum selben Ergebnis. Und das heißt, ihr könnt hingehen und könnt einfach zwischendrin immer mal wieder hingehen und quasi sagen, ihr speichert euch hier sozusagen den aktuellen Stand einfach mal mitten rein. Das ist ein sogenannter Snapshot. Und wenn ihr dann gefragt werdet, wie ist denn der aktuelle Saldo, dann müsst ihr nicht mehr bei dem allerersten Eintrag anfangen, sondern ihr geht einfach zum letzten Snapshot und spult nur ab dort wieder ab. Und wenn ihr diese Snapshots regelmäßig schreibt, dann könnt ihr zum Beispiel sagen, bei einem Replay müssen nie mehr als, was weiß ich, 100 Einträge beachtet werden. Und das geht relativ flott. Das Coole an der ganzen Geschichte ist aber, dass ihr, indem ihr das so alles so fein säuberlich, fein granular verbucht, dass ihr total krasse Reports machen könnt. Dass ihr Fragen, fachliche Fragen beantworten könnt, morgen, von denen ihr heute noch nicht wisst, dass sie morgen mal relevant sein werden. Ja, also wie oft erlebt man das, dieses, ja, super cool, dass unsere Software jetzt läuft, wir müssten jetzt mal wissen, wie viel Prozent unserer Kunden geben eigentlich innerhalb von 10 Tagen die Hälfte dessen aus, was sie an Einnahmen innerhalb der ersten 5 Tage vom Monat bekommen. Wenn ihr jetzt eine klassische Datenhaltung habt, die auf Create, Read, Update, Delete basiert, viel Spaß. Dann baut ihr das irgendwie ein, lasst das mal 6 Monate laufen, damit ihr mal einen halbwegs belastbaren Datenbestand habt, stellt fest, ihr habt die Anforderungen falsch verstanden, ändert es jetzt und dann wartet ihr nochmal 6 Monate und ein Jahr später kriegt ihr die Zahlen, aber dann interessiert es keinen mehr. Wesentlich cooler wäre sowas, wenn jemand zu euch kommt und sagt, hey, wie ist denn das? So und so und so, wenn ihr sagen könntet, jo, kein Problem, gib mir mal eine halbe Stunde Zeit und ihr einfach aus der Vergangenheit sozusagen euch diese Informationen rausziehen könnt. Wie viele Einnahmen haben unsere Kunden durchschnittlich im Monat? Kriege ich damit raus. Wie schnell haben sie mehr als die Hälfte dessen ausgegeben, was sie an monatlichen Einnahmen haben? Kriege ich damit raus. Wie viele Einnahmen haben unsere Kunden im Schnitt im Verhältnis zu Ausgaben pro Monat? Kriege ich damit raus. Wie viele Prozent unserer Kunden sind eigentlich Eigentümer und wie viele sind Mieter? Kriege ich damit raus. Und ihr könnt, wenn ihr hier mehr habt als nur created, updated, 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 könnt ihr wahnsinnig viele Fragen beantworten, von denen ihr, wie gesagt, heute noch gar nicht wisst, dass sie relevant sein könnten. Das ist Event Sourcing. Und diese Einträge hier, da sieht man schon, die stehen so schön in der Vergangenheitsform, weil das sind Dinge, die sind passiert. Und das ist der Grund, warum das so wunderbar mit Domain-Driven Design zusammenpasst, weil man diese Events, die hier generiert werden, als Reaktionen auf die Commands, natürlich einfach in so einer ever-increasing Liste einfach sammeln kann. Insofern harmonieren die beiden Patterns ganz gut. Trotzdem könnt ihr natürlich Domain-Driven Design machen, ohne Event-Sourcing zu nutzen und ihr speichert einfach den Status quo in der Datenbank. Oder ihr könnt Event-Sourcing betreiben, keine Ahnung, in einem IoT-Projekt irgendwelche lustigen Sensordaten, die ermittelt werden, da braucht ihr kein Domain-Driven Design vorher zu machen. So ein Temperatursensor sagt halt ab und zu, ha, Temperatur wurde gemessen, sind gerade 35 Grad.
Und dann haltet ihr das halt fest. Ja, da braucht man kein Domain-Driven Design vorher für. Das heißt, beide Patterns funktionieren theoretisch auch losgelöst voneinander. So, das ist Teil Nummer 2. Teil 3, drittes Pattern, ist CQRS. Wenn man fragt, wofür steht CQRS, dann kriegt man ganz oft eine Antwort, die ist technisch absolut korrekt, ist allerdings hilfreich wie ein Sack Schrauben. Man kriegt gesagt, CQRS ist CQS auf Applikationsebene. Das ist richtig, aber okay. Was ist CQS? Ja, also CQS ist ein Design-Pattern, steht für Command Query Separation. Und die Idee ist folgende. Stellt euch vor, ihr habt ein Objekt, zum Beispiel einen User. Dann gibt es auf diesem User-Objekt Methoden. Und zum Beispiel gibt es da eine Login-Funktion. Diese Login-Funktion, die hat zwei Aspekte. Erstens, wie wir an diesem Aufruf sehen, sie hat keinen Rückgabewert. Also sie gibt keine Informationen über den aktuellen Zustand des Systems zurück. Und das Zweite ist, sie ändert aber den Zustand des Systems. Entweder indem sie einen bestimmten Benutzer jetzt als angemeldet markiert oder indem sie in irgendein Protokoll reinschreibt, dass ein Anmeldeversuch fehlgeschlagen ist. Also man sollte davon ausgehen, dass sie den Zustand ändert, aber nichts zurückgibt. Demgegenüber steht sowas wie User is logged in. Das ist eine Funktion, die hat sehr offensichtlich, rein vom Namen her, gibt die ganz stark Vermutung, gibt die wohl was zurück. Das heißt, die hat einen Rückgabewert. Sie ändert hoffentlich den Zustand nicht. So, das heißt, man könnte sagen, das hier ist eine Frage, die man an das System stellt und das ist ein Befehl, wo man sagt, System, mach mal irgendwas. Und im Grunde genommen ist die Aussage von CQS einfach, eine Frage zu stellen, sollte nicht die Antwort ändern. Also wenn ich die gleiche Frage dreimal stelle und zwischendrin nichts passiert ist, dann sollte ich immer dieselbe Antwort bekommen. Und, umgekehrt dem System zu sagen, mach mal XYZ, sollte mir nicht schon irgendwelche Informationen über das System zurückgeben. Diese erste Art von Funktionen nennt man Command, also Login, klingt auch schon so nach, melde mal den Benutzer an, das ist ein Imperativ. Ist logged in, wie gesagt, das ist mehr eine Frage. Das ist eine sogenannte Query. So, und das CQS-Pattern sagt einfach nur aus, wenn ihr Objekte baut, dann stellt sicher, dass jede Funktion, die ihr habt, entweder ein Command oder eine Query ist. Fertig. Das ist das ganze CQS-Pattern. Also auf gut Deutsch, baut keine Funktionen, die irgendwas ändern und gleichzeitig was zurückgeben. Baut nur Funktionen, die entweder was zurückgeben oder die was ändern. Hört sich trivial an, ist nicht ganz so trivial. Es gibt Fälle, wo CQS nicht so richtig funktioniert. Aber das ist mal so die Idee, worum es bei CQS geht. Das heißt, man könnte auch sagen, hier geht es um Schreiben und hier geht es um Lesen. So, und CQRS, jetzt kann man raten, was CQRS heißt, steht bestimmt für Command Query, Wort für Applikation mit R, ja? Heißt Segregation. Wäre zu einfach. So, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, ihr habt typischerweise einen Client. So. Und so ganz billige Architektur, der greift auf irgendeine API zu und diese API geht in irgendeine Datenbank. Und jetzt gibt es in dieser API üblicherweise Routen, wenn wir mal über eine HTTP-API sprechen, das sind GET-Routen, die fragen eher Daten ab. Und es gibt Post, Put, Delete. Hallo, da sind wir wieder bei Create, Update, Delete. Routen, die irgendwie den Zustand des Systems ändern, aber im Normalfall nicht wirklich Daten zurückgeben. Und die ganze Idee von CQRS ist einfach nur, mach doch statt einer API, die beides vermischt, mach doch einfach zwei strikt getrennte APIs. Die eine dient dem Schreiben und die andere dient dem Lesen. Das heißt, wir schmeißen diese API weg und sagen, stattdessen gibt es eine Write API und es gibt eine Read API. Und der Zugriff sieht dann so aus, dass ihr also so, aus eurem Client, je nachdem, ob ihr etwas im System machen wollt
oder ob ihr eine Frage stellen wollt, an die eine oder an die andere API dran geht. Das ist die ganze Idee von CQRS. Ob das jetzt heißt, das sind wirklich zwei Services, die auf zwei unterschiedlichen Ports laufen, ob das zwei getrennte Server sind, ob ihr einfach nur sagt, ihr habt halt zwei Endpunkte, der eine heißt halt API/commands/blablabla, der andere heißt API/queries/blablabla, das ist völlig euch überlassen, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wenn man jetzt so ein System baut, also das hier ist noch relativ einfach vorstellbar, dann kriegt man ein zweites Problem, nämlich wie sieht die Datenbank aus? Datenbank ist immer so ein bisschen schwierig. Wie genau macht man das Tabellendesign? Wenn man frisch vom Studium kommt, im Studium hat man eingebläut bekommen, es gibt 5 tolle Normalformen und das Maß aller Dinge ist die 5. Normalform, ein hervorragend, ganz toll, super normalisiertes Verfahren, wo du null Redundanz und Duplikation und also wirklich der Traum eines jeden Akademikers. 5. Normalform, ach, ja. Das heißt, du kommst in ein Unternehmen, kriegst irgendwie einen ersten Auftrag und denkst dir, so, jetzt zeigst du es mal allen und du baust die Datenbank in 5. Normalform, brauchst 4 Wochen, um das Tabellendesign zu machen, aber bist nachher echt stolz sagen zu können, so den Senior Software Architektinnen und Architekten, guckt mal Leute, bin ich nicht cool, ich habe das in der 5. Normalform gebaut. Und das ist auch richtig geil zum Reinschreiben, weil referenzielle Integrität toll, Konsistenzchecks toll, bis jemand auf die Idee kommt, mal eine Abfrage zu schreiben, wir würden gerne mal die Stammdaten des Kunden anzeigen, warum brauchen wir dafür jetzt 27 Joins? Okay, vielleicht ist 5. Normalform in der Praxis nicht ganz so cool. Dann kriegt ihr gesagt, naja, Anfängerfehler, beim nächsten Mal vielleicht nicht übertreiben, ein bisschen weniger Normalisierung tut auch gut. Und dann denkt ihr euch, ja okay, das Lesen war ja das Problem, wie kriege ich diese Joins weg, weil die Joins sind ein Performance-Problem. Coole Idee, wir denormalisieren einfach alles, wir machen quasi die nullte oder erste, da sieht man das Studium schon eine Weile her, Normalform. Wir machen einfach für jede View im Client eine eigene Tabelle, die genau die Daten enthält, die ich in dieser View brauche. Das heißt, ein Lesen ist einfach ein Select-Stern-From. Kein Join mehr, yay, schneller geht's nicht. Das ist total cool. Bis geschrieben werden muss und man sich jetzt fragt, okay, wie kriegen wir das jetzt konsistent über 27 Tabellen hin? Okay, auch irgendwie nicht cool. Das heißt, zum Schreiben wollt ihr eigentlich ein möglichst normalisiertes Modell haben. Zum Lesen wollt ihr eigentlich ein möglichst denormalisiertes Modell haben. Es ist schwierig, beides unter einen Hut zu kriegen. Deswegen nehmen wir in der Praxis dann immer die 3. Normalform. Das ist nämlich quasi für beides scheiße. Ja, also weder zum Lesen noch zum Schreiben gut, aber es ist halt worst of both worlds, wenn man so will. Und ein Ansatz, den man bei CQRS ganz oft antrifft, ist, dass man sagt, ja gut, wenn das so schwierig ist, die Datenbank irgendwie vernünftig fürs Schreiben oder fürs Lesen aufzubauen, warum tun wir uns überhaupt den Stress an, das in einer einzigen Datenbank machen zu wollen? Wir könnten doch hingehen und könnten sagen, wir nehmen eine Datenbank, die ist normalisiert, in die schreiben wir, also wir haben quasi eine Write-Database und wir haben zum Lesen eine denormalisierte Datenbank, das ist unsere Read-Database. Und dann können wir hier oben ganz toll normalisieren und haben alles wunderbar für Konsistenzchecks und Integrität und überhaupt. Hier unten bei der Read-Database können wir denormalisieren. Jede Abfrage ist einfach ein Select-Stern-From. Ganz schnell. Wenn man das so macht, ist das Lesen auf jeden Fall verdammt schnell, weil wenn immer nur in die Datenbank da oben reingeschrieben wird, bleibt die immer leer. Aus einer leeren Datenbank zu lesen ist per Definition schnell. Das ist also nicht ganz der Sinn der Sache. Das heißt, im Grunde genommen müsst ihr jetzt hingehen und sagen, wenn in die Write-Datenbank geschrieben wird, dann müsst ihr die Änderungen, die dort passieren, irgendwie in die Read-Datenbank synchronisieren. Das heißt, ihr müsst quasi aus den Änderungen am normalisierten Datenmodell, müsst ihr irgendwie rausziehen, was das für die verschiedenen denormalisierten Views bedeutet. Das müsst ihr da einmal runterspielen sozusagen und dann könnt ihr bequem schreiben und effizient lesen. Das ist so ein Standard-Implementierungsansatz, wie man CQRS umsetzen kann. Der Haken an der Geschichte ist, alles hat ja seinen Preis, diese Synchronisation, wenn wir jetzt hier wirklich über zwei Datenbanken sprechen, vielleicht ist das eine eine relationale Datenbank, das andere ist eine NoSQL-Datenbank, dann in einem verteilten System, ich möchte nicht mit verteilten Transaktionen anfangen.
Das heißt, wenn ich hier oben speichere, dann ist es da oben gespeichert, bevor es hier unten gespeichert wird. Und vielleicht habe ich mehrere Read-Databases und die synchronisieren unterschiedlich schnell. Das heißt, vielleicht ist es in der einen Read-Datenbank früher angekommen als in der anderen. Das heißt, ich habe hier Probleme, Konsistenz sicherzustellen. Und was man da trifft, ist die sogenannte Eventual Consistency. Im Deutschen immer grandios falsch als eventuell konsistent übersetzt. Tatsächlich heißt das so viel wie schlussendlich konsistent. Das Ganze hängt stark mit dem sogenannten CAP-Theorem zusammen. Das CAP-Theorem ist ein Dreieck im Grunde genommen. Ja, Wunder, oh Wunder, mit drei Ecken. Nämlich eine Ecke, die ist mit C, einer, die ist mit A und einer, die ist mit P beschriftet. Das C steht für Consistency. Stellt euch vor, ihr alle hier im Raum seid ein großes verteiltes System. Konsistenz heißt, ich gehe zu einem von euch hin und sage, hey, heute Abend, es war richtig cool, merkt ihr das bitte? Ja, und dann frage ich dich, und wie war es heute Abend? Und wenn ihr konsistent seid, sagst du, es war richtig cool. So. Jetzt haben wir ein Problem. Nämlich angenommen, jemand stolpert über das berühmte WLAN-Kabel. Und hier so in der Mitte, so haben wir jetzt einen Netzwerksplit. Und ich sage dir jetzt, hey, merkt ihr mal bitte, heute Abend war richtig cool. Wie war es denn heute Abend? Was soll denn jetzt passieren? Kriege ich jetzt eine veraltete Antwort? Sagt ihr mir als System, sorry, Netzwerk ist down, wir können dir gar keine Antwort geben? Also wenn ihr die Konsistenz wahren wollt, müsst ihr im Grunde genommen sagen, du, sorry, Teil des Systems ist down, ich kann nicht antworten. Oder vielleicht kann nur die größere Hälfte antworten, aber die kleinere Hälfte kann nicht antworten. Und das ist Consistency. Jetzt gibt es Systeme, da ist Consistency nicht so wichtig. Wenn ich auf Facebook poste, boah, zum Mittagessen, ich habe gerade Spaghetti gegessen, das war so lecker und 18 Leuten gefällt das und ein Teil von Facebook ist gerade down oder im Wartungsbetrieb und andere Leute sehen nur, dass es 16 Leuten gefallen hat, dann geht davon echt nicht die Welt unter. Das ist für manche Leute schwer verständlich, aber in der Regel ist es nicht so dramatisch. Und das heißt, für Facebook ist die Konsistenz nicht so wichtig, sondern die Verfügbarkeit. Facebook, es ist völlig egal, ob ihr den super aktuellen Stand eurer Timeline seht, viel wichtiger ist, Facebook darf niemals down sein. Das gleiche gilt für Twitter, das gleiche gilt für Amazon. All diese großen Webscale-Systeme, die dürfen niemals down sein und die müssen Availability liefern. Und diese Situation, dass das Netzwerk down ist, dass das System in mehrere Teilsysteme zerbricht, das nennt man sogenannte Partitionen. Und die Frage ist, wie geht ein System damit um, wenn eine solche Partitionierung eintritt? Und das CAP-Theorem sagt jetzt schlicht und ergreifend nur, von diesen drei Punkten könnt ihr euch nur zwei aussuchen. Das heißt, ihr bekommt ein System hin, was sich konsistent verhält und jederzeit stets verfügbar ist, wenn ihr garantieren könnt, dass es keinen Ausfall gibt von einem Knoten. Das ist leider relativ unrealistisch. Stromausfall, Festplattencrash, Betriebssystem-Update fehlgeschlagen, Betriebssystem-Update löscht blöderweise Dateien, soll ja vorkommen. Ja, also will man sich nicht drauf verlassen. Also von daher, mit dem P müsst ihr blöderweise leben. Das heißt, ihr könnt euch raussuchen, wollt ihr ein System bauen, was im Falle eines Netzwerkausfalls oder eines Knotenausfalls konsistente Antworten liefert, dafür aber unter Umständen nicht verfügbar ist? Oder wollt ihr ein System bauen, was im Falle eines Netzwerkausfalls zwar verfügbar ist, aber unter Umständen nicht konsistente Antworten liefert? Das ist eine Designentscheidung. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Das hängt so ein bisschen davon ab, was ihr bauen wollt. Wie gesagt, viele von diesen großen Webscale-Systemen fahren wunderbar mit der Kombination AP. Wenn ich jetzt Software schreibe, die ein Atomkraftwerk steuert, dann hätte ich ganz gerne, wenn ich frage, sind die Brennstäbe schon im Kühlwasser, dann hätte ich ganz gerne eine konsistente Antwort. Also, ja, das ist so, wie gesagt, es hängt vom Szenario ab. Je mehr ihr in eine Richtung geht, wo es um Leben, Gesundheit, Sicherheit, wo irgendwie menschliches oder tierisches Leben von abhängt oder so, dass so die Grundversorgung zusammenbricht, desto weniger wollt ihr auf A gehen, sondern desto mehr ist C relevant. So als Faustregel. So, und bei CQRS, indem wir hier sagen, wir sind halt hier durch diese notwendige Synchronisation nur eventual consistent,
Das heißt, das System ist schon immer mal wieder konsistent, aber es dauert halt unter Umständen ein bisschen. Sagen wir halt ganz klar, Konsistenz ist nicht so wichtig, sondern wir favorisieren die hohe Verfügbarkeit. Das heißt, das ist ein Ansatz für Systeme, wo die Verfügbarkeit wichtiger ist als die Konsistenz. Und das Schöne dabei ist, da diese Synchronisation ja quasi asynchron läuft, dem Ding ist es völlig egal, ob es auf eine Read-Database oder auf 20 synchronisiert. Das heißt, ihr könnt die Leseseite problemlos skalieren. Stellt halt 10 Server hin mit 10 Datenbanken hinten dran und der Synchronisationsprozess macht halt dieselbe Änderung in 10 Datenbanken. Wird auch funktionieren, wird auch mit 1000 funktionieren. Das heißt, wenn ihr ein System habt, in dem deutlich mehr gelesen wird als geschrieben, ist das ein guter Ansatz, um es zu skalieren. Wenn ihr überlegt, bei Facebook ist das wahrscheinlich so. Man guckt viel öfter nach, was ist so passiert, oder bei Twitter, als dass man selber irgendwas berichtet. Ich gucke auch deutlich öfter bei Amazon, was es alles Schickes gibt, als dass ich tatsächlich was kaufe. Von daher, in vielen Systemen wird deutlich öfter gelesen als geschrieben. Und wenn ihr also solche Systeme habt, die so ticken, dann ist CQRS unter Umständen ein guter Ansatz. Jetzt ist die Frage, wenn wir also hier, der Client, der geht also an die Write-API, da schickt er also einen Command. An die Read-API schickt er eine Query. Jetzt ist die Frage, ich mache gleich eine Grafik auf, wo man es sieht. Also der Client schickt Commands an die Write-API. Die Write-API könnte mit Domain-Driven Design modelliert sein. Das heißt, sie könnte als Reaktion auf die Commands, die reinkommen, Events generieren und diese Events mit Event-Sourcing in so einer Write-Database speichern. Könnte diese Events nutzen, um der Read-Database Bescheid zu sagen, hey, dies und jenes ist passiert. Und die Read-Database, die weiß jetzt, okay, ein neues Spiel wurde gestartet. Das heißt, für die Liste aller offenen Spiele, ich muss einen neuen Eintrag hinzufügen. Die Read-Database weiß auch, oh, ein neues Spiel wurde gestartet. Das heißt, für die Statistik, wie viele Spiele wurden jemals gestartet, heißt das einfach nur, zähl irgendeinen Counter um 1 hoch. Die Read-Database weiß auch, oh, ein neues Spiel wurde gestartet. Das heißt, für die Anzahl der aktuell laufenden Spiele auch einfach nur einen Counter um. Also das heißt, sie interpretiert das, was fachlich passiert ist, auf verschiedene Arten und Weisen in unterschiedlichen Views oder Tabellen, die dann effizient über eine Query über die Read-API gelesen werden können. Und das Ganze, wenn wir das kurz mal in der Architekturskizze uns angucken, dann sieht das Ganze im Prinzip wie so ein Kreislauf aus. Das heißt, unser User sagt dem Client, was er machen möchte, schickt einen Command an das Write-Model. Das Write-Model generiert Events, speichert diese Events in einer Datenbank, die Events speichert, einem sogenannten Event-Store, der mit Event-Sourcing arbeitet, sendet dieses Event an die Read-Seite. Die Read-Seite aktualisiert die Lesetabellen, also irgendwelche Listen, leitet das Event eventuell auch an den Client weiter, um dem sozusagen eine Reaktion anzuzeigen, so hey, das und das ist gerade passiert. Und der Client kann dann eben aus der Leseseite, aus den Listen Queries abfragen und kriegt eben schnell eine Antwort. Aber diese Synchronisation hier hinten, die braucht eben eine gewisse Zeit und da haben wir dann Eventual Consistency. So, und das Ganze zeigt dann ganz schön, wie man CQRS, nämlich den Split von Schreiben und Lesen mit Event Sourcing, da oben Events sammeln, mit Domain-Driven Design, hier drin irgendwie die Commands nach einer gewissen Logik verarbeiten und Events produzieren, wie man das alles schön verbinden kann. Und das ist so das Big Picture, wie man ganz gut hochskalierbare Web-Anwendungen oder Cloud-Anwendungen bauen kann, die eine hinreichend komplexe Logik enthalten. So, das ist mein Plan gewesen. Ich wollte ja eigentlich dieses Spiel nachbauen. Und das ist das, was mir so durch den Kopf ging. Wir fangen viel zu oft an mit, ach ja, da machen wir eine Tabelle und klatschen einen REST-Service drüber und sind fertig. Das heißt, so viel Gedanken kann man sich theoretisch darüber machen, wie man ein Backend für sowas von der Architektur her aufbauen will. Und das mag sein, dass das für so ein Spiel ein bisschen Overkill ist. Auf der anderen Seite alleine die Möglichkeit, aus dem Event-Store nachher coole Reports fahren zu können, ist durchaus interessant, selbst bei so einem trivialen Spiel. Jetzt ist die Frage, nehmen wir das mal für einen Moment hin, dass das irgendwie ein interessanter Ansatz ist. Wie machen wir das denn jetzt? Also gut, wir haben hier unsere Modellierung, wir haben unsere Begrifflichkeiten festgelegt.
wie gehen wir jetzt vor? Das heißt, wir müssten jetzt ja quasi irgendwie so eine Datenhaltung bauen, die so arbeitet, die Replays kann, die Snapshots kann und so weiter. Wir müssten getrennte APIs bauen, wir müssen so einen Synchronisationsmechanismus schaffen, wir müssen uns Gedanken machen, was passiert denn, wenn die Write-Database ein Event gespeichert hat und blöderweise es auf dem Transport zur Read-Database verloren geht. Das heißt, wie stellen wir sicher, dass Dinge garantiert übertragen werden? Wie gehen wir damit um, dass die Read-API die Events an den Client ausliefern soll? Das passiert ja eventuell asynchron, das heißt, ich brauche einen Push-Mechanismus. Und wie mache ich Authentifizierung und Autorisierung und Skalierung und bla und überhaupt? Und das, was so einfach erstmal aussieht, ist leider in der Praxis, wenn man es dann richtig machen will, recht schwierig. Und deswegen gibt es eine Reihe von Frameworks, die das Ganze euch quasi in der Technologie eurer Wahl ermöglichen, sowas eben umzusetzen, die euch sozusagen den technischen Unterbau liefern, wo ihr in Anführungszeichen nur noch eure Fachlogik reinklinken müsst, um das Ganze ans Laufen zu bringen und euch um diesen ganzen CQRS Event Sourcing Unterbau nicht kümmern müsst. Was euch ein solches Framework niemals abnehmen kann, ist den DDD-Teil. Weil das hat nichts mit Technologie zu tun. Das ist rein auf fachlicher Ebene, da geht es um Begrifflichkeiten. Das ist ein fachliches Problem, das ist ein zwischenmenschliches Problem. Das könnt ihr nicht mit Technologie lösen. Insofern, es gibt keine DDD-Frameworks. Wofür es Frameworks geben kann, ist für diesen Teil hier unten. Und wie gesagt, weil Event Sourcing und CQRS halt gut mit DDD zusammenpassen, deswegen kann man solche CQRS Event Sourcing Frameworks gut einsetzen, wenn man sie vorher mit DDD seine Domäne modelliert. Ich habe mich am Anfang gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Golo Roden und ich habe vor ein paar Jahren zusammen mit meiner Frau, wir haben ein Unternehmen gegründet, heißt The Native Web, und wir haben beschlossen, genau dieses Problem zu adressieren, und wir wollen quasi Unternehmen helfen, bessere Software in im Idealfall kürzerer Zeit und mit weniger Geld zu entwickeln. Das heißt, wir helfen Unternehmen erstmal, die Fachlichkeit mit DDD umzusetzen, und wir möchten ihnen dann im zweiten Schritt helfen, quasi das hier als technischen Unterbau drunter legen zu können. Und dafür haben wir ein Framework auf Basis von JavaScript entwickelt. Das heißt WolkenKit, weil es quasi das Construction-Kit für Cloud-Anwendungen ist. Und wir hatten den Namen WolkenKit übrigens, bevor Apple mit CloudKit um die Ecke kam. CloudKit ist interessanterweise in Deutschland auch keine eingetragene Marke. WolkenKit schon. Und dieses Framework haben wir ein paar Jahre lang quasi erstmal geschlossen entwickelt und haben es dann vor anderthalb Jahren als Open Source freigegeben. Und das heißt, darum geht es dann im zweiten Teil, um die Praxis, nämlich wie setzen wir das Ganze quasi mit WolkenKit mal um. Das heißt, wie sieht Anwendungsentwicklung aus, wenn wir sowas machen wollen, aber halt quasi mit, wenn wir nicht bei Adam und Eva anfangen wollen. In dem Sinne, erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und dann nach der Pause geht's weiter.